Herzlich willkommen zu einem kurzen Digitalisierungsvideo der Trainline 45 HSB Mallet. Das Video ist äquivalent zur Trainline 45 Fifi oder Fifi mit F. Die sind identisch aufgebaut. Die Digitalisierung hier erfolgt heute mit einem Drive M. Ich würde allerdings den Drive XL eher empfehlen, weil man mehr Möglichkeiten hat, auch für die Zukunft, was Entkupplung und so angeht. Ein Drive M würde aber theoretisch reichen. Eingebaut, wie gesagt, wurde der Drive M. Und hier kommen wir einmal zur Verkabelung. Wir haben Licht vorne. Das kommt hier raus mit eingewickelten Kabeln. Das ist Licht vorne. Licht vorne hier nochmal. Ja, hier. Und ein Licht vorne kommt direkt aus der Front. Wir sehen das hier. Das geht einmal an Licht vorne, an die Schraubklemme Licht vorne und an Plus. Die beiden Plus auf dieses hier und dieses sind miteinander verbunden. Das ist das gleiche. Dann haben wir hier ein buntes Kabel. Das geht an Licht hinten schwarz und rot ist auch Plus. Da kommt das Führerhaus reingesteckt. Wir haben hier die Kesselfeuerplatine. Hier sind zwei Kabel angelötet, die habe ich abgeschnitten und ein Kabel hier mittig angelötet. Rechts ist Plus, links ist Minus. Rot geht an Plus, das Schwarze geht bei mir jetzt an A1 und ich habe CV123 auf den Wert 7 programmiert. Das bedeutet Kesselfeuer flackern. Außerdem habe ich CV98 auf 1 programmiert, das bedeutet A1 geht auch per Zufall an. Dann habe ich vorne, Licht hinten. Dann habe ich hier noch ein buntes Kabel, ein rotes und ein schwarzes, was hier noch aus der Seite rauskommt. Das ist die Triebwerksbeleuchtung. Rot geht an Plus, Schwarz geht an Minus. Ich habe Schwarz an A2 angeschlossen und CV131, das ist der DIMM-Wert für A2, habe ich auf 150 gelegt. Das ist etwas dunkler, weil das sehr hell ist und das dimmt sich dann langsam hoch. Das Ergebnis zeige ich gleich. Dann gab es einen 5-poligen Stecker. Von dem 5-poligen Stecker, da liegt der Takt und der Sensor drauf. Da ist das rote Kabel von dem 5-poligen Sensor plus 5 Volt. Das löten wir an das 5-Volt-Pad auf der Unterseite an. Das ist das hier, das ist 5 Volt. Dann haben wir das gelbe Kabel. Das löten wir in die Mitte von dieser Buchse an. Wer nicht löten möchte, es gibt bei Modellland Mini-CT-Kabel, dreipolig, die kann man benutzen und dann kann man das auf diese Steckleiste stecken und kann plus 5 Volt, Ground und Takt auf das dreipolige Mini-CT-Kabel entsprechend der Drive-M-Anleitung legen. Dann kann man sich das sparen, das Löten und macht das mit dem Kabel. So hat man dann den Taktsensor hier mit angebunden und braucht dann lediglich Glocke und Pfeife, das ist ein zweites rotes Kabel und grün hier hinten anzuschließen an A1, an K1 und K2. Das sind die beiden hinteren hier, rot und grün. Das ist in 1 und in 2. Bei dieser Lok, weil kein Sound reinkommt, wird das nicht benötigt. Wenn man aber Sound macht, dann kann man die beiden Hall-Sensoren, das heißt Glocke und Pfeife, das sind die beiden Takte für In 1 und In 2, kann man die benutzen, um zum Beispiel Glocke und Pfeife auslösen zu lassen oder irgendwelche anderen Sounds, wo man sie hierfür nutzen kann. Dafür wird es auch später genutzt, weil in diese Lok soll kein Sound reinkommen, ist für die automatische Pendelfunktion, die der Decoder kann. Und damit wird dann entsprechend der Weg begrenzt, der Pendelweg. Die Pendelstrecke wird damit begrenzt. Genau, hier ist noch der Lautsprecher, den könnte man noch anschließen, wenn man Sound möchte. Und unser SX6 kann man entsprechend über die SUSI-Buchse, die hier ist, und dem Zusatzkabel dann hier anbinden. Das ist, braucht ja nur aufgesteckt werden. Kommen wir noch zum Verdampfer. Hier kommen 4 Kabel raus, gelb, blau. Das blaue Kabel kann komplett entfernt werden. Grün und Rot. Rot ist Decoder Plus, geht wieder an Plus.
Grün ist ein Funktionsausgang, ich habe hier A3 genommen. Und Gelb ist ein weiterer Funktionsausgang. Ich habe hier A4 genommen. A3 und A4 wird auf die gleiche Taste gelegt, in diesem Fall A3. Und bei dem, wo Gelb angeschlossen ist, wird in der Sonderfunktion, das heißt CV153, das ist ja die Sonderfunktion für A4, wird 22 eingestellt. Das bedeutet gepulste Verdampfersteuerung für Dampfloks. Und da wir ja einen externen Taktgeber haben, stellen wir noch CV115 auf 0. Und dann funktioniert der Taktgeber und der Sound synchron. Ich zeige das einmal. Licht. Triebwerksbeleuchtung. Ich mache dazu einmal das Licht aus. Man sieht, das dimmt sich so langsam hoch und dimmt sich langsam wieder aus. Das sieht ganz schick aus, besser als wenn es nur an und ausgeht. Deswegen muss man in dem Dimmwert plus 128 rechnen. Das habe ich für die Frontlampen auch gemacht. Die schalten sich auch nicht einfach nur an und aus, die dimmen sich auch langsam hoch. Wir haben dann noch das Kesselfeuer auf A1. Und können die Lok entsprechend auch fahren. Wir sehen das butterweiche Anfahren der Drive Decoder, wie wir das kennen. Und können jetzt den gepulsten Verdampfer hinzuschalten. Der Verdampfer wird nur mit den beiden Kabeln Plus und Minus, wie wir das kennen, angeschlossen und der Decoder übernimmt die komplette Steuerung. Der gepulste Verdampfer hat selber keine Intelligenz, hier ist nur ein Spannungsregler, der das auf 7 Volt begrenzt. Die Lüfterdrehzahl, also die Dampfmenge für Stand, Fahren, Rollen und Beschleunigen für die vier Zustände, können wir mit den CVs 40 bis 44 einstellen. Auch die Dampfschlaglänge, das ist jetzt hier alles auf Standard. Das während des Stand. Jetzt beschleunigen wir mal. Und wir sehen, dass das synchron läuft. Wenn wir jetzt beschleunigen und dann das Abrollgeräusch machen, hören wir auch, dass die Dampfmenge oder dass die Lüfterdrehzahl runtergeht, während wir rollen. Und wenn wir wieder beschleunigen, geht die Lüfterdrehzahl wieder hoch. Und wer die Lok jetzt noch mit Sound ausrüsten möchte, kann unser SX6 Soundmodul einfach mit dem passenden Sound der HSB-Mallet hier in den Lokdecoder einstecken und hat eine Soundlok.